Bundesliga. 26. Spieltag. Der FSV Mainz 05 trifft auf die Hertha aus Berlin. Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 14. Nach einem grandiosen Sieg gegen den SC Freiburg und einem durchaus noch grandioseren Sieg gegen den FC Bayern sind wir jetzt wieder in der Spur, würde ich sagen. Zwei Siege in Folge also für unsere Hertha. Insgesamt 6 Tore geschossen und kein Gegentor kassiert. Wir sind wieder auf Platz 3 in der Tabelle. Platz 2 ist zum Greifen nah. Platz 1, naja, schwierigere Sache. Da müssen wir darauf hoffen, dass der FC Bayern Punkte lässt. Aber viel, viel wichtiger ist für uns, dass wir keine Punkte lassen. Das wäre natürlich das Allerwichtigste. Heute, ja, wird es eine schwierige Aufgabe, denn das ist jetzt das typische Spiel. Man hat den Befreiungsschlag gegen Freiburg geschafft, hat dann sogar noch Bayern besiegt als erste Mannschaft in dieser Saison. Und jetzt wäre es natürlich, ja, jetzt könnte man denken, ja, hier Mainz, das wird jetzt natürlich eine relativ leichte Aufgabe für uns, aber nee, lieber nicht. Diese Mainzer muss man auf jeden Fall ernst nehmen. Und heute treten wir deshalb auch nicht mit der kompletten B11 auf, auch wenn wieder mal englische Woche ist, sondern mit dieser hier. Thomas Kraft ist im Tor, die Abwehr bleibt komplett gleich. Schulz, Brooks, Martip und Pekarik. Im Mittelfeld ändert sich allerdings alles. Baumjohann spielt links, in der Zentrale spielt Kluge, rechts ist Skjelbred. Und im Sturm ändert sich nur ein bisschen was. Chongtese bleibt in der Mitte. Rechtsaußen bleibt Enis Benatira und links spielt heute Zaha für den etwas geschwächten Sammy Alagui. So ist der Stand der Dinge. Und Mainz, wie gesagt, hat einige gute Spieler auf dem Platz. Wie gesagt, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist heute wohl das große Credo. Die Berliner in Gelb mit den weißen Hosen starten von rechts nach links. Mainz spielt, wie man sie kennt, in Rot und Weiß. Und wir starten gleich mal mit einem flotten Angriff. Baumjohann, seine Flanke findet niemanden, nur die Mainzer Abwehr. Kluge. Per Kluge. Und Skjelbred. Gegen Freiburg hat er eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Dort auch sein erstes Saisontor geschossen für die Hertha. Schön. Baumjohann. Tesse. Chongtese. Und Wettlo. Erste Parade des Mainzers. Erster guter Abschluss unserer Hertha. Warum nicht? Warum nicht? Eckball für die Berliner. Alex Baumjohann tritt diesen. Und das war nix. Boah. Das war jetzt nicht die ideale Schusslage. Aber jetzt Achtung, hier nicht in den Konter reinrennen. Kluge gewinnt den Zweikampf. Ey, wo passt du denn hin? Fehlpass hier. Von der Hertha, Skjelbred. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Und das ist Abseits. Da knallt ihm noch der Ball an den Kopf. Sehr schön. Von Dani Şahin wieder mal hauchdünn. Die Schiedsrichter sind da sehr, sehr pingelig, was das angeht. Sind halt KI. Tesse. Jetzt auf Ben. Zaha. Zaha. Uff. Zaha nochmal. Tesse. Und das gibt Eckball. Schade. Da hätten wir vielleicht auch mit Zaha abschließen können. Ja, wer weiß, wer weiß. Naja. Gibt den Eckball für die Hertha. Wieder ist es Alex Baumjohann. Kugel kommt rein. Kluge. Brooks. Zaha auf Baumjohann. Ah, den Pass haben sie gerochen, aber sie konnten es nicht ganz unterbinden. Da verspringt der Ball Nikolai Müller. Geht ins Aus. Einwurf damit für die Hertha. Jetzt Zaha.
Nicht schlecht. Setzt sich da gut durch. Jetzt der Abschluss von Benatira. Wieder Wettlo. Also wir nisten uns hier gut durch. Im Strafraum der Freiburger. Ganz leichte Körpertäuschung von Benatira. Und der Mainzer Verteidiger steigt sofort aus. Baumjohann, dritter Eckball. Wieder nicht so ganz ertragreich. Jetzt Martip. Auch der Schuss kommt nicht durch. Nachschussmöglichkeit. Saha. Und da ist der Ball weg. Da ist der Ball weg. Und damit auch die Chance, durch diesen Eckball hier was Ertragreiches einzubringen. Kluge. Kriegt den Ball nochmal. Schulz. Oh, die Abwehrreihe steht ganz gut bei den Mainzern gerade. Kaum ein Durchkommen und Benatira startet natürlich wieder mal im falschen Moment. Das haben wir häufiger, diese Problemchen. Jetzt die Mainzer. Steilpass auf Okazaki. Matip auf Kraft und der haut das Ding nach vorne oder auch direkt zum Gegenspieler. Das geht natürlich auch. Skjelbred holt den Ball zurück. Jetzt per Kluge mit dem Fehlpass. Ah, ärgerlich. So kommt hier natürlich gar nichts zustande. Und Achtung, Mainz hätte ja beinahe die erste richtig fette Möglichkeit haben können. Oh, yeah, Fehlpass Schulz. Und das ist abseits. Eieiei. Also jetzt nach sehr, sehr guter Anfangsphase der Hertha kommt doch so ein bisschen der Schludri rein. Jetzt heißt es wieder, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen. Und wieder weiter guten Fußball zu spielen hier. Skjelbred. Achtung. Aber er hat technisch schon so kleinere Macken. Merkt man oft, dass er doch mit der Ballbehandlung manchmal so ein bisschen zu lange braucht. So ein Ticken zu lang eben einfach. Diesen Ticken kann dann der Gegner gerne mal ausnutzen. Jetzt Nico Schulz. Flanke kommt, aber die ist keine Gefahr. Wettlo hat da gar kein Problem. Şahin jetzt. Eieiei. Martip, zum Glück holt er sich den Ball, das war jetzt auch wichtig. Bei dem Geeiere, was da hinten schon wieder stattgefunden hat. Achtung, These, da ist jetzt mal einer durch, da ist Benatira ganz, ganz frei durch. Enis Benatira daneben. Uiuiuiui. Eine Spitzenmannschaft nutzt so eine Chance. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Schade. Riesenmöglichkeit für Enis Benatira, den Ur-Berliner. 6:0 Schüsse bis jetzt. Das ist eine deutliche Statistik, aber man muss halt auch was draus machen. Sehr schön. Berlin gleich wieder im Ballbesitz. Und der nächste Pass nach vorne. Chong Tese diesmal. Der Adressat dieses Passes. Aber Ballverlust. Mainz versucht jetzt nach vorne zu spielen. Und schön dazwischen. Jetzt wieder Benatira. Und da ist es endlich. Ganz, ganz knapp vor der Pause. Mit der letzten Situation. Enis Benatira. Jetzt verteilt er auch noch Küsschen. Meine Güte, warum mache ich immer denselben Jubel? Das ist wirklich keine Absicht. Das ist purer Zufall. Schön. Skjelbred mit dem Ballgewinn. Und dann ist es Benatira. Der Wettlo da einfach keine Chance ist. 1:0 für die Hertha. Zweites Saisontor für Enis Benatira, den Halbtunesier. Wettlo ärgert sich. Und wieder mal rechnet sich das hohe Anlaufen, das Vorchecking, das wir immer wieder spielen,
wieder mal trägt es Früchte. 1:0 für die Hertha. Skjelbred nochmal ein gewonnener Zweikampf und damit geht es in die Pause. Die Hertha führt. Klar, die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Ich denke, das kann man hier sagen. Skjelbred mit dem Assist zum 1:0. Sehr, sehr gut. Von Mainz war nicht viel zu sehen. Einzig und allein die Chancenausbeute, die kann man kritisieren. Aus 6 Torschüssen nur ein Tor, das ist natürlich schon blöd. Und die Hertha wieder am Ball. Schöner Steilpass, aber abgefangen. Oh, sie kommen nochmal ran. Ja, Ben Saha. Schade. Hätte er klappen können. Oh, doch, Cheong Tae-se setzt nochmal nach. Wer, wenn nicht er? Unser Wühler da vorne. Und es gibt Einwurf für die Mainzer. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre. Da wäre keiner mehr dran gewesen von uns. Aber gut. Dann war scheinbar doch noch einer dran. Und Kluge. Auf Benatira. Skjelbred mit dem Steilpass auf Tae-se. Kam nicht an. Achtung, Cheong Tae-se. Ah, gibt das Eckball? Ja, es gibt zum Glück Eckball. Hätte jetzt gekotzt, wenn er den noch irgendwie berührt hätte. Nächste Ecke. Wechsel jetzt bei den Mainzern. Moritz kommt in die Begegnung für Soto. Und Eckball für die Hertha. Baumjohann. Wieder kein guter Eckball. Puh, hoppla. Ah, zum Glück, da steht noch einer. Ich dachte, das wäre jetzt hier gar nicht gut. Na, ah, und dann so ein Fehlpass. Müller. Im Laufduell gegen Matip, da ist er deutlich schneller. Aber Kraft ist zum Glück vor ihm am Ball. Schulz jetzt. Gleich das Spiel wieder schnell gemacht von Thomas Kraft. Oh, alter Schwede, was ein Pass. Kein Foul von Mainz. Weiter geht's. Benatira jetzt. Alter, wechsel den Spieler. Saha! Ecke. Alter Vater. Gute Möglichkeit. Ben Saha. Ganz frei durch und es gibt den nächsten Wechsel. Polter kommt jetzt in die Begegnung für Sahin, der eigentlich nichts gemacht hat, außer ins Abseits zu rennen. Mal schauen, ob Sebastian Polter das besser hinbekommt. Und jetzt lass uns mal jemand anderen den Eckball schießen. Wir nehmen mal Peter Pekarik als Eckballschütze. Ecke kommt und Tor. Ja, hat sich gelohnt. 2:0. Peter Pekarik mit der Flanke. Und Joey Matip nickt ein. Wundervoller Eckball. Schönes Eckballtor. Matip springt da höher als alle anderen. Aber die Ecke kommt auch perfekt auf seinen Kopf. Und er macht das ganz, ganz stark ins lange Eck geköpft. Wettklo fast noch dran, aber eben nur fast. Und damit, es war gar nicht Matip, sehe ich gerade. Es war Brooks. Also, John Anthony Brooks, ich glaube auch für ihn war es das erste Saisontor. War ja auch eine gute Zeit lang verletzt. Freut sich mit Sicherheit, jetzt hier so zurückzukommen. Wieder so ein Fehlpass im Mittelfeld, die wir einfach nicht brauchen. Ah, komm, 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 den kriegst du noch. Und wir kriegen ihn tatsächlich noch. Irgendwie trudelt er dann doch noch ins Aus. Sehr schön. Baumjohann. Skjelbred. Und wir gucken mal, was wir so wechseln können. Nachdem Mainz ja jetzt schon 2 Wechsel vorgenommen hat, wird es auch bei uns Zeit, würde ich sagen. Ein paar Spieler sind jetzt echt schon platt. Dann bringen wir mal Leger für die Außen.
Komm, Eisfeld, bringen wir auch noch mal. Der kann mal, wo kann der denn mal spielen? Stell mal Kluge mal links hin. Eisfeld, tauschen wir mit Baumjorn, dann kann der ins Zentral. Na, wobei, Skelbert kommt ins Zentral und Eisfeld kann rechts spielen, das ist gar nicht mal schlecht. Und dann nehmen wir nochmal These raus. Für ihn darf Sandro Wagner nochmal auf Torjagd gehen. Und dann machen wir wieder unseren berühmten Move. Einmal den Ball ins Aus befördern. Einfach damit die Wechsel auch wirklich stattfinden. Und da geht's auch schon weiter. Wechsel müsste jetzt stattgefunden haben. Pekarik. Yo. Skjelbred. Weiß nicht, haben die Wechsel stattgefunden? Aua, hallo, Schiri. Gelbe Karte nur, möchte ich sagen. Hartes Einsteigen da. Übeles Foul. Und jetzt gibt's die Wechsel. Alles klar. Leger, Eisfeld und Wagner kommen. Tesse, Schulz und Benatira gehen raus. Das ist okay. Und da ist er auch schon am Ball. Jetzt mit seinem ersten Ballkontakt auch. Sebastian Eisfeld, wie gesagt, aus unserer Jugend gekommen. Im letzten Spiel hat er ja bereits sein Bundesliga-Debüt gegeben. Gegen den FC Bayern direkt mal. Das ist doch mal ein Einstand. Aber da hat er nichts gemacht, außer sich warm zu laufen, auf den Platz zu gehen. Und dann war auch schon das Spiel vorbei. Jetzt darf er auch mal ein bisschen mitspielen. 16 Jahre jung. Von den Stats her auf jeden Fall noch nicht auf Bundesliga-Niveau. Aber was die Stats aussagen, wissen wir ja. Anthony Siere kann da ein Liedchen von singen. Eieiei. Skelbred wieder mit dieser Ballannahme. Skelbred wieder gut hinterhergegangen. Und jetzt gibt es eine Verletzung. Sebastian Polter muss raus auf Seiten von Mainz 05. Da im Zweikampf mit Per Skelbred hat er sich verletzt. Und den Ball natürlich fair wieder rübergespielt zu den Mainzern. Kurz vor Schluss. Sean Parker ist in die Begegnung gekommen dafür. Und hier sehen wir nochmal das Tor von John Anthony Brooks. Erstes Saisontor. Glückwunsch an den Amerikaner. Skelbred. Auf Jonathan Leger. Der startet jetzt mal ins Laufduell. Junge, ist der schnell. Aber dann am Endeffekt die Flanke. Keine Gefahr. Und Einwurf für Berlin. Eisfeld. Skelbred. Ah, Steilpass, zu optimistisch. Und das dürfte Einwurf geben, aber gibt ihn für Mainz. Und Leger, sehr schön. Wagner. Ah, Steilpass von Wagner auf Leger kam leider nicht mehr durch. Sonst wäre das hier eine riesen Chance gewesen für den Belgier. Ja, Druck ist wieder da bei dem Herr Tanan. Und Achtung, wer ist das? Das ist Skelbred. Schwacher Abschluss. Wurde dann noch ein bisschen bedrängt. Und dadurch kam dann nur so ein Kullerball raus. Leider. Aber es gibt nochmal Eckball. Und weil es so gut geklappt hat, lassen wir wieder Peter Pekarik das Ding reinbringen. Boah, war jetzt nicht ganz so geil. Und der Querpass kommt nicht mehr, denn das war's. 2:0 gewinnt die Hertha aus Berlin in Mainz. Souveränes Spiel, würde ich sagen. Souveräner Sieg der Berliner. Brooks und Benatira, zwei Spieler, die jetzt nicht so oft treffen in der Liga, machen die Tore zu diesem Sieg.
Ich denke, auch das ist ein gutes Zeichen, dass es eben diese sind und nicht nur These und Wagner. Teste hatte trotzdem die erste gute Chance in diesem Spiel. Vetlo konnte diesen Schuss noch vereiteln. Dann war Saha mit dem Pass auf Ben Hatira. Noch da die Parade von Vetlo. Kurz vor der Pause hatte Ben Hatira dann eine Riesenmöglichkeit zur Führung, die er nicht nutzen konnte, aber eine Situation darauf, dann das Tor durch Enis Ben Hatira. Kurz in der zweiten Halbzeit dann als erstes gleich mal eine Riesenchance durch Ben Saha. Vetlo konnte halten, aber dann beim Kopfball von Brooks war Vetlo chancenlos. Ja, und zu guter Letzt noch hier ein Foul. Bester Spieler laut FIFA-Bewertung, Skelbred. Wer hätte das gedacht? Da kann er sich auch mal auszeichnen. Im Mittelfeld heute also eine solide Partie gemacht per Skelbred. Und damit sind wir wieder Zweiter in der Tabelle. Mal gucken, wie lange es so bleibt. Als nächstes spielen wir dann gegen die Hertha. Entschuldigung, was laber ich? Gegen Borussia Mönchengladbach. Und da müssen wir natürlich auch wieder aufpassen, denn ihr seht, das Spiel ist am Donnerstag. Hat die Mannschaft Freitag und Samstag frei und darf dann am Sonntag gegen Hannover ran. Also wieder englische Woche. Und danach geht es dann also zu den Länderspielen mit der österreichischen Nationalmannschaft. Schauen wir mal, wie das wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder im Spiel gegen Gladbach. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis dorthin. Ciao, ciao, sagt euer Frittenfriseur.